Katrin Göring-Eckardt schießt das größte Eigentor der Woche. Sie schrieb auf Twitter, warum AfD und BSW schlecht für Thüringen sind. Ich erkläre es euch. Ich würde sagen, wir sind ganz Ohr und hören uns das mal an. Die AfD ist gegen guten Lohn für gute Arbeit. Ja, so ist es. Sie hat gegen die Anhebung des Mindestlohns gestimmt und sie ist sogar gegen eine Sonderprämie für Pflegekräfte. Und hier hat Katrin Göring-Eckardt tatsächlich recht. Die AfD hat, als das BSW im Bundestag eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro beantragt hat, tatsächlich dagegen gestimmt. Aber jetzt ratet mal, wer auch dagegen gestimmt hat. Die SPD und die Grünen. Also Katrin Göring-Eckardt kritisiert die AfD hier für etwas, was die Grünen selber gemacht haben. Wer also die AfD nicht wählen will, weil sie gegen eine Erhöhung des Mindestlohnes ist, der dürfte genauso wenig SPD und Grüne wählen. Gegen die SPD kann man dieses Argument sogar noch stärker verwenden, da die SPD nicht nur im Bundestag einen höheren Mindestlohn von 14 Euro verhindert hat, sondern dies auch in der Mindestlohnkommission getan hat. Die SPD-Vertreterin Christiane Schönefeld stimmte dort nämlich gegen den Willen der Gewerkschaften gegen einen Mindestlohn von 14 Euro. Also wenn ihr einen höheren Mindestlohn wollt, dann wählt am besten nicht die AfD, aber wählt auch nicht SPD und Grüne. Und dass Katrin Göring-Eckardt hier der AfD etwas Vorwurf, was die Grünen selbst tun, zeigt eigentlich, wie vollkommen verloren diese Partei ist. Aber hören wir uns doch den nächsten Kritikpunkt an. Was genau spricht denn gegen dieses schlimme Bündnis Sarah Wagenknecht? Das BSW stört sich daran gar nicht, sondern Katja Wolf will mit der AfD zusammenarbeiten. Wenn es so sein soll, dann wird man darüber diskutieren. Okay, und dann, yes. Dann ist es die Macht des Arguments im politischen Raum. Ich glaube, hier sollte ich die Position des Bündnis Sarah Wagenknecht mal erklären, denn die ist nicht so, wie Katrin Göring-Eckardt hier das gerade beschreibt. Das BSW schließt Koalitionen sowohl mit der AfD als auch mit den Grünen aus. Wenn aber vernünftige Anträge beispielsweise von der AfD kommen, dann stimmt das BSW diesen Anträgen selbstverständlich zu. Das versucht Göring-Eckardt jetzt als Zusammenarbeit zu framen, weil ihr nichts anderes mehr bleibt. Das ist ein vernünftiger Umgang, den die meisten Ostdeutschen, das kann man ja an den aktuellen Umfragewerten ablesen, durchaus sehr gut finden, da die Leute eben keine Lust auf ideologische Brandmauern haben, da sie keine Lust haben, dass sinnvolle Vorschläge abgelehnt werden, nur weil sie von der falschen Partei kommen. Die Grünen sind aber totaler Fan von solchen bescheuerten Brandmauern. Und das zeigt Göring-Eckardt hier in diesem Video. Sie zeigt damit eigentlich nur ihre eigene doktrinäre Geisteshaltung und eigentlich nur, dass sie Panik vom BSW hat, dass sie Panik davor hat, dass die Grünen nach den nächsten Ostwahlen auch aus den drei Landtagen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen fliegen. Ich kann euch eins sagen, darauf freue ich mich schon. Aus Transparenzgründen zum Abschluss nochmal ein Hinweis zu meiner Person. Ich selbst bin kein Mitglied beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich sympathisiere aber mit dieser Partei und wünsche ihr für die kommenden Landtagswahlen alles Gute. Also das sage ich jetzt nur, damit ihr mich so ungefähr einordnen könnt. Eine Landesstimme Grün sorgt dafür, dass es gerecht zugeht für die Beschäftigten in unserem Land. Und was aus grüner Sicht gerecht heißt, das sehen wir ja gerade. Die Neuanträge auf Wohnungsbau haben sich seit Amtsantritt der Ampel halbiert, obwohl die Ampel sich eigentlich vorgenommen hatte, für mehr Wohnungsbau zu sorgen. Die Reallöhne sind um 4% eingebrochen, während der Kurs von Rheinmetall sich mehr als verdoppelt hat. Gerecht heißt aus grüner Perspektive also offensichtlich, dass sich große Rüstungskonzerne die Taschen voll machen, während einfache Häuslebauer und normale Bürger immer weiter verarmen. Wenn ihr wollt, dass sich an diesen Zuständen auch ja nichts ändert, dann wählt bei den nächsten Landtagswahlen die Grünen. Wenn ihr wollt, dass sich was ändert, naja. Also, dass ihr wollt, dass Leute wie Göring-Eckardt in der Politik nichts mehr zu melden haben, dann haltet euch am besten meilenweit entfernt von dieser Partei.